Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transport Tycoon Deluxe. Und ich mache jetzt erstmal was. Und zwar gehen wir in die New Gear F-Einstellung rein. Denn ich habe tatsächlich was gefunden. Es gibt diese neuen polnischen Züge tatsächlich in einem Gear F. Es gibt nämlich hier Polish Train Set 3.0. Das hatte ich irgendwie übersehen, muss ich sagen. Und das wird jetzt mehr reintüdeln. Und das, was bedeutet denn dieser blaue Punkt da jetzt? Wer ist Kern, ne? Und das werden wir einfach mal unter das hier setzen. Speichern auf Staffel 7. Übernehmen. So, alles schon getestet gehabt offscreen. Und jetzt haben wir die nämlich hier: die Dart und die Impulse und den Pendulin und den Bytgoszja. Und können das nutzen. So ein kleiner Tow-Truck ist jetzt dazu gekommen anscheinend auch. Das ist ja cool. Und dann irgendwelche neuen Lok hier. Hussards, Trucks, eine Vectron, die ein bisschen anders aussieht. Alles in Ordnung jetzt. Irgendwelche neuen Waggons vielleicht mit dabei. Der Silowagen scheint neu zu sein. Und der Tankwaggon. Hohe Einkommensraten für Frachten über lange Entfernungen. Ja, aber das ist auch wieder hier Geschwindigkeit 100. Das ist auch nur... naja. So, was haben wir denn für Kommentare? Da kam was. Zu dem Thema... Wo war denn das jetzt? Hier unten? Hä? Warte mal. Chiasso, das war bei Chiasso. Wo war denn Chiasso jetzt schon wieder? Hier Luzern, die wachsen auch ordentlich. Ich glaube, der Bahnhof, der wird ja viel wegnehmen von der Stadt. Da müssen wir mal gucken. Ach, hier unten, genau in Aarau, da kam nochmal die Erklärung, dass gemeint war, ich hätte den Bahnhof eher hier hinstellen sollen. Na gut, jetzt bleibt er einfach da und fertig. Würde ich einfach mal sagen. Ja, hier die große Insel. Oder die große Insel hier. Müssen wir mal gucken. Ich glaube mittlerweile, dass mit den... diesen ganzen Industrien, ich glaube, das ist irgendwie gefühlt ein bisschen too much mittlerweile, glaube ich. Naja. Ja, was haben wir noch für Kommentare? Wenn man Waggons mit automatisch ersetzen erneut, bleibt die Fracht erhalten. Ja, aber das... richtig. Na gut, da könnte man ja eigentlich... wir versuchen es einfach mal. Fahrzeug ersetzen. Ich hätte gerne Waggons. Zack. Zum Beispiel dieser Schüttgutwagen hier. Wenn ich den jetzt ersetze, dann kann das doch aber sein, dass eventuell manche Züge dann im Prinzip länger sind. Hä? Na gut, das würde man dann hier sehen, wenn man irgendwie... Ich glaube, die dürfte ja nicht länger als das hier sein oder der hier oben. Ist der zu lang hier oder passt das gerade so bei dem? Nee, das passt gerade so. Also das wäre dann sozusagen die Referenz. Und Züge dürften nicht länger sein als der dort. Wir versuchen es einfach mal. Mehr als kaputt machen können wir doch eigentlich gar nicht, oder? Ersetzt nach Vorlage. Was ist denn das? Habe ich auch noch nie benutzt, wenn ich ehrlich sein soll. Klingt aber auf jeden Fall interessant. Fahrzeug ersetzen, Waggons. So, wir haben diesen wunderschönen Schüttgutwagen, der 101 fährt. Und das heißt, wir brauchen einen neuen Schüttgutwagen. Die Frage ist halt jetzt aber, ich kann doch jetzt, ich weiß doch jetzt nicht, welche das hier sind. Ne? Und wenn ich irgendwas nehme, was
Wenn hier zum Beispiel hier Koks geladen wird, sage ich jetzt mal, und ich nehme hier einen Waggon, der keinen Koks transportieren kann, wie der hier, dann müsste das Spiel doch eigentlich meckern, oder? Guck mal, jetzt habe ich das irgendwie doppelt. Wahrscheinlich jetzt durch diesen... durch diese Hinzufügung. Na gut, ist jetzt auch nicht so wild, so Schüttgutwagen. Sortieren nach Geschwindigkeit, bitte. Bulkwagen, ja, so ein kleiner Bulkwagen, das ist ja auch cool. So, Schüttgutwagen. Gedeckter Schüttgutwagen. 120. Bulkwagen. Ja, kann man den jetzt nehmen? Muss man ja noch vergleichen, ne? Das ist halt das, was ich meine. Das ist ein schwerer Schüttgutwagen, der kann auch bloß 101 fahren. Oh, das ist ja echt, das ist ja jetzt, das ist jetzt echt ätzend. Nee, stopp, wir machen es einfach so, auch wenn das jetzt ein bisschen eine fade Folge wird. Das müsste eigentlich schon passen hier, der hier, genau, das ist schon neu. Biomasse 101. Haben wir einen... Was ist denn sein Problem hier? Hä? Du bist schon in Litau West. Ach, weißt du, was ich für einen Verdacht habe? Das wieder. So ein Biomasse-Schüttgutwagen. Haben wir da was, was dingsen kann? Sortieren nach Geschwindigkeit. Ja, gibt's was mit 120. Gut, dann fahr ins Depot. Dann haben wir Bohnen, der ist schon neu. Der kann auch 120, dann fahr ins Depot, dann kriegt er den auch. So, Chemikalien haben wir schon erneuert, bis auf den hier oben. Auch mal ins Depot. Der sieht neu aus, das passt. Also ich gucke jetzt wirklich danach, ob das Züge sind, die 120 fahren können. Der passt. Der passt. Fahrzeugteil. Na gut, das ist ja bewusst diese kleine Lok, das ist in Ordnung. Das ist auch neu. Das passt. Das ist ein Kühlwagen, der nur 80 fährt für Früchte und Gemüse. Guck mal, sind die ja im Dings drin. Sind natürlich beide ins gleiche gefahren. Supi. Mal kurz checken. Der hatte Biomasse. Okay. Das mag jetzt vielleicht eher aufwendig sein, aber... ich weiß halt auch nicht, ob das Spiel das dann irgendwie automatisch erkennt hier, dass da dann, oh, okay, das sind so und so viele. Ich hätte eigentlich gerne mal diesen Bulkwagen hier dazu. Was habe ich wieder ausgeblendet? Ich bin auch so dumm, ey. Oh. Achso, ist der gleiche wie hier unten, oder? Nee, Quatsch. Eanos, Eaos. Ach ja, das ist dann der hier. Guck mal, aber der fährt nur 100, ne?
verringerte Kapazität für zu verzurrende Frachten. Keine Ahnung. Kann ich die Lok einmal jetzt hier runterziehen? Nee, das ist natürlich doch gut, wenn man es auch so machen könnte. Weil ich glaube, bessere Waggons gibt es, glaube ich, eh nicht. Okay, 5,1, das wäre jetzt wieder zu lang gewesen. Wir mussten auf Biomasse und Abfahrt. So, und dann der hier. Achso, ich konnte ja mit der Dings-Taste die Waggons alle wegtüdeln. Achso, was hatte der denn jetzt geladen gehabt? Chemikalien. Das haben wir natürlich durch diese GRF-Hinzufügung das Zeug alles doppelt. Na gut, so ist halt jetzt so. Ich will das nicht ausblenden, meine Güte. So, jetzt wären die auch hier auf dem Stand. So, hier der Bodenzug ist im Depot. Vor allem, die haben unterschiedliche Preise, ne? Nehmen wir in Zweifel den günstigen. So, was haben wir noch? Dann war hier noch irgendwie Früchte und Gemüse. Ah genau, die haben hier so einen neuen Containerwagen. Was ist da gerade vorbeigefahren am Depot? Auch ärgerlich. Ist auch irgendwas Altes fürs Getreide. Gut, hier haben wir auch bloß den. Ja, wäre es halt so. Warum ist denn der so locker in das Depot reinfahren können? Vor allem dreht er jetzt einfach um dort, ne? Naja, muss man.